Und er weiß heute auch, was ihn in den Krieg geschickt hat. Seine falsche Vorstellung von dem, was ein Mann ist. Hier rüber, Leute, aber ein bisschen fix! Nein, zum Teufel. Wir sind hier, um St. Miraeglise zu nehmen. Wir werden es nehmen und halten. Alles klar? Also los. Ronkowicks letztes Foto aus Vietnam. Alles, was damals für ihn klar war, hat er inzwischen gelernt, in Frage zu stellen. Noch eine Frage? Alles klar, Sir. Sommer 1972 in Miami. Ronkowicz ist nach Jahren dumpfer Verzweiflung zu einem der Anführer der Vietnam-Veteranen gegen den Krieg geworden. Aus allen Teilen Amerikas kommen sie hier zusammen, um gegen die Wiederwahl Nixons zu protestieren. Nixon ist in diesem Moment der beliebteste Mann Amerikas. Ronkowicz ist wiederholt geprügelt, verhaftet, angespuckt, als Verräter beschimpft worden. Und immer wieder hört er die Aufforderung, warum verschwindest du nicht? Oder warum springst du nicht vom Dach? Oder als Variante, du hättest drüben krepieren sollen. Wir sind vor dem Parteikongress der Republikaner, der sich anschickt, Nixon als Kandidaten zu nominieren. Ich habe 3/4 meines Körpers gegeben, wofür? Die Demonstranten sind hoffnungslos zersplittert. Am Ende ist es bezeichnenderweise Ronkowicz selber, der mit den letzten seiner Getreuen, den Delegierten, den Weg in die Kongresshalle freihält. Es gelingt ihm, mit hineinzukommen, aber seine Protestrufe gehen unter im Jubel für Richard Nixon. Ich komme Ihnen heute mit der Wahrheit. Gegründet auf meine Erfahrungen in Vietnam. Nur mit den Tatsachen. Schließen Sie sich mir an in meinem Protest gegen einen Krieg, den wir gegen uns selber führen. Hören Sie mich, wenn ich sage, dieser Krieg ist ein Verbrechen, dass ich Wunden trage von diesem Krieg, dass ich nicht so bitter bin über meine Wunden, als über die Leute, die unser Volk belügen. Kann ich die Mauer Ihrer Selbstzufriedenheit durchbrechen? Kann ich einen Augenblick Ihres Mitgefühls haben?
for the human being. Einige Monate später wird Nixon mit ungeheurer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Eines von den 174 Veteranenspitälern Amerikas. Dieser ganze endlose Flügel ist nur für Querschnittgelähmte bestimmt. Unsere Aufnahmen sind mangels Erlaubnis im Geheimen gemacht. Die Kamera in einer Tragetasche. Ron selber hält das Tonbandgerät auf den Knien. In so einem Lazarett hat Ron fast 2 Jahre seines Lebens verbracht. Andere sind seit 30 Jahren hier. Die Veteranen, sagt Ron, sind nicht so sehr vergessen als verdrängt, wie Vietnam selber. Jahrelang war alles, was in Amerika zählte, für den Krieg. Wie kann man jetzt erwarten, dass sie sich erinnern? Ron selber erinnert sich nur zu gut. 2 Mal ist er uns ausgerissen, bevor wir diese Minute mit ihm aufnehmen konnten. How you doing, Gary? What's happening? How you doing? Watching a lost game. Oh, yeah? What's the score? 24-0, huh? Gary, look. Lost out. Look over. Oh, yeah. Umso begieriger war Ron Kovic, hierher zu kommen, wo er noch eine Rechnung zu begleichen hat. Zum 201. Geburtstag der Marineinfanterie. Sie ist um einige Monate älter als die Vereinigten Staaten. Ein Mann sein wie Sie, Ron hat es gar nicht erwarten können. Vom Schulzimmer aus ist er den Werbern entgegengelaufen. Sein maßloser Hass gegen die Marines ist nur zu erklären durch die Liebe, die er für diese Eliteeinheit im Herzen trug. Oder, um ganz ehrlich zu sein, noch immer trägt.